Was ist Contemporary für ein Tanz? Beim Contemporary ist es super wichtig, die Gefühle zuzulassen und diese Gefühle nach außen zu transportieren. Das ist ein Gefühlstanz, eines der schönsten Tänze. Ganz wichtig ist dabei, dass man sich fallen lässt. Das heißt, man muss wirklich gucken, im tiefsten Inneren, im Herzen und entdecken, was triggert einen, was motiviert einen. Und diese Emotionen, wenn das Herz auf der Fläche ist, dann ist das geil, dann ist das ein schöner Tanz. Das ist Emotion, das ist raumgreifende Bewegung, das ist Schmeißen, das ist Ballettdrehungen, Springen. Man kann frei sein, man kann T-Shirts zerreißen, man kann auf den Boden fallen, wieder aufstehen und wieder fallen. Also man kann wirklich bei Contemporary so frei sein, wie man einfach drauf Bock hat. So ist das. Und Sophia Thiel, zeig mir eine Contemporary-Aktion, deine Lieblingsbewegung. Wow! Und in Contemporary, was ist auch cool, dass du egal in welche Form dein Körper bewegst, das muss fließend aussehen. Oder, das ist eine Entscheidung, ob du schnell machst. Contemporary, was ist für dich Contemporary? Emotion pur. Und sehr viel fließende Bewegungen, aber trotzdem Körperspannung mit Leichtigkeit verbinden. Mega. Das ist nicht einfach für mich. Hast du schön wiederholt, das, was ich dir die ganze Woche gesagt habe. Hast du mich gut abgefragt. Contemporary ist eigentlich so sehr emotionelle Tanz, ja, und sehr fließend und luftig und viele Hebefiguren und ja, ich liebe Contemporary.